Oh, wie schön ist Panama, könnte man mit Sicht auf die Skyline von Panama City denken. Schaut man allerdings hinter die blank geputzten Fassaden, wird's schmutzig. Es geht um Steuerflucht, Betrug, Geldwäsche. Im Mittelpunkt die Kanzlei Mossack Fonseca. Jahrelang versteckt sie Geld für Reiche und Kriminelle unbemerkt von den Steuerfahndern. So lange, bis ein Mitarbeiter dieser Kanzlei Millionen geheime Dokumente einem Team von Journalisten zuspielt. Was folgte, war ein lauter Knall, als vor rund 2 Jahren die sogenannten Panama Papers veröffentlicht wurden. Doch was kam danach? Welche Folgen hatten die Enthüllungen? Eine Bilanz von Elena Kuch. Bis heute sind die Nachbeben der Panama Papers zu spüren. Über ein Jahr recherchierten hunderte Journalisten gemeinsam. Die Veröffentlichungen haben Auswirkungen weltweit. Amerikanischen Landes hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet. Der pakistanische Premierminister wurde wegen seiner Finanztricks und Korruptionsvorwürfen aus dem Amt gezwungen. Der isländische Premierminister trat zurück. Sie hatten Briefkastenfirmen über die Kanzlei Mossack Fonseca in Panama. Vor einigen Wochen stellte die Kanzlei die Geschäfte ein. In Deutschland ermitteln Steuerfahnder aller Bundesländer monatelang zu den deutschen Fällen in den Panama Papers. Im vergangenen Jahr dann kauft das Bundeskriminalamt Daten und gründet eine Sonderermittlungsgruppe. Hier geht es tatsächlich um das große Geschäft, um diejenigen, die tatsächlich Schlupflöcher im Steuerbereich nutzen oder auch im großen Stil dann eben Geldwäsche betreiben, internationale Betrügereien. Es geht um große internationale Dimensionen von Kriminalität. Die Spurensuche durch die verästelten Strukturen von Scheinfirmen und Tarnnamen beschreiben Fahnder wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. NDR, WDR und SZ können jetzt eine erste Bilanz erstellen. Ermittlungen laufen in mehr als 2000 Fällen. Strafverfahren in 71 Fällen. Eine Haftstrafe wurde verhängt. Und Finanzbehörden können Steuernachzahlungen und Strafen in Höhe von rund 140 Millionen Euro eintreiben. Das rüttelt an den Festen der Steuergerechtigkeit. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, wenn wir etwas erfahren, dem konsequent nachzugehen und Steuergerechtigkeit durchzusetzen. Weitere Fälle sind noch in der Prüfung. Insofern können auch die Steuermehreinnahmen noch steigen. Denn die Ermittlungen laufen weiter. Und auch die Veröffentlichungen im vergangenen Herbst zu den Paradise Papers bieten der Polizei und Finanzfahndern neue Spuren zu verborgenem Geld in Steueroasen.